Hi Leute, einen schönen guten Tag. Willkommen hier bei SimChell mit dem Euro Truck Simulator 2. Ich wünsche euch was, hoffe euch geht's gut und lasst uns nicht lange schnacken, lasst uns direkt los trucken. So, gestern sind wir hier bei Bosnien, Kroatien angekommen und da geht's heute weiter. Mal schauen, was wir so an. Ja, wie schön, gar keine Ladung am Start. Das ist natürlich sehr schlecht, weil. Ja, ich komme hier scheinbar gar nicht mehr weg jetzt mit Ladung. Und ansonsten habe ich hier auch nichts. Das ist ja extrem blöd. Ich fahre ja sicher nicht hier nach. Keine Ahnung wohin. Naja, dann, boah, das ist schlecht. Dann fahren wir einfach mal eine Runde. Und hoffen aufs Beste. Dass wir hier irgendwo noch irgendwas bekommen. Das wird nicht ganz klappen hier. So, hier wird es ja wahrscheinlich auch nichts geben, aber wir schauen noch mal. Vielleicht, wenn die Zeit einen Tick verstrichen ist, gibt es hier was. Vielleicht aber auch nicht. Daumen drücken ist angesagt. Nein, es gibt nichts. Ja, dann müssen wir erstmal da vorne chillen. Tatsächlich. Da an dieser Tankstelle vielleicht mal eine Runde schlafen. Wäre ja mal eine Idee. Eigentlich mal eine gute Idee. Oh, ganz schöner Rückstau. Er lässt mich raus. Danke, sehr freundlich. Ja, die Leute hier in Bosnien, Kroatien, die scheinen noch das Trucker-Leben zu verstehen. Sehr nicer Move von dem Herren. Ja, dann schauen wir mal. Einigermaßen schöne Raststätte da vorne. Naja, ist nicht viel los, kann ich mich mal hinstellen. So viel ist auf jeden Fall mal sicher. Und da es hier nichts gibt, müssen wir das auch mal machen. Auch das gehört wohl zum Tracken dazu. So. Hier kann man sich wohl hinstellen. Schön entgegen der Fahrtrichtung. Ja, das sieht der Fahrlehrer gerne, aber hey. So. Das kann man schon mal machen, oder Leute? Wenn denn der Trigger angeht. Jetzt. So, dann schaue ich mal, stehen wir okay da? Kann man nichts sagen. Tja. Dann wird jetzt halt mal eine Runde geschlafen, was wir sehr selten machen, aber wenn es keine Tour gibt, gibt es keine Tour, also. Muss man aufs Beste hoffen. Hoffen wir mal, dass es jetzt eine gibt. Gibt immer noch keine. Okay, das ist doch sehr, sehr schlecht, ist das. Ich habe die Befürchtung, dass es hier gar keine Tour gibt. Auch nicht, wenn wir die Zeit verstreichen lassen. Das wäre extrem schlecht. Immer noch nichts. Ja, was mache ich denn jetzt?
Tja, was macht man da? Was macht man da? Man fährt vielleicht in den nächsten Ort und sucht manuell eine Tour. Ich verstehe das aber auch nicht so ganz. Sydney. Was ist denn der externe Frachtmarkt? Ach so, World of Trucks, okay. Ui, also das Problem hatte ich ja noch nie so richtig. Da muss doch hier irgendwo in der Gegend was sein. Oder irgendwo hier in der Nähe. Nein. Naja, vielleicht kommen wir der Sache langsam näher. Mal schauen. Auch weit weg. Oder etwas weiter weg, muss man sagen. Ja. Da, das fängt ja wieder gut an hier. Hey, da muss doch irgendwas sein, Mann. Irgendwas muss doch mal in der Nähe hier sein. Suche, was könnte ich denn suchen, wenn ich hier HR eingebe? Findet ihr da was? Bus, nee, Slow PL. Ich weiß gar nicht noch, was man da suchen kann. Mann, 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 dass es hier auch gar nichts gibt. Tja, jetzt stehen wir hier, Leute, ohne Rückladung. Hart. Man kann aber wiederum, sehe ich auch gerade, nur die Orte bereisen, also was finden, wo man schon war, ist das richtig? Wenn wir jetzt halt zum Beispiel nach, wo könnten wir denn hinfahren? Ja, wir fahren mal hier in diesen Ort rein, zur Not mit dem Schiff und dann gucken wir. Aber vorher schlafe ich noch eine Runde, einfach mal auf Nummer sicher zu gehen. Oder zweimal, wir müssen ja nicht in der Nacht. Ist ja nicht in die, na, es ist nicht ganz Nacht. So, noch einmal schlafen. So, dann fahren wir mal. Sprit ist noch gut vorhanden. 5 Stunden, naja, super. Nicht wirklich super, aber hey, was will man machen? So, einen gewagten fast U-Turn hinlegen. Links frei, rechts frei, links frei, rechts frei, schön. So, das hat schon mal geklappt und jetzt geht's in die nächste Stadt Richtung Hafen. Und dann schauen wir mal, ob es da einen Auftrag gibt. Ansonsten setzen wir mit dem Hafen wahrscheinlich nach Italien oder so rüber.
Und da gibt es dann mit Sicherheit wieder was. Wir fahren sehr viel Lebensmittel, habe ich gesehen, Trockenware. Und da lädt Italien ja ein mit seiner guten italienischen Küche. Da wird es einiges geben. Da kann man auch mal einen Kaffee draufheben, was ich gerade getan habe. Und ich werde es wieder tun. Oh, guck mal, dieses Verkehrsschild hier sieht sehr deutsch aus. Fühlt man sich ja voll erinnert an deutsche Landschaften, aber nein, wir sind hier Kroatien, Bosnien, also weit weg von zu Hause, wo man heutzutage auch nicht mehr alltäglich hinfährt mit einem Truck. Aber wir schon. Das erste Mal. Deswegen ist es hier auch gar nicht so einfach, Rückladung zu finden. Wir haben hier einfach noch nicht die Connections und Reputation. Auch schöne Auffahrt hier. Keiner da, alles frei. Gut. Licht lassen wir an, weil 18:24 Uhr hier Ortszeit. Das heißt, es wird sowieso erstmal nur noch dunkel und nicht mehr hell. Und die Sonne, die versucht sich der auch langsam zu verkriechen, also ist alles, machen wir alles richtig, machen wir alles gut. So, was ist das hier? Zollstationi. Ah, das Stoppschild, da habe ich das gerade überfahren, oder heißt es, man soll hier anhalten? Hallo. Dankeschön. Ja, bei der nächsten Zollstation, die genauso gebaut ist, werde ich mal drauf achten. So, und es geht hier weiter Richtung Autobahn. So, schön reinblinken, zack. Ach ja, der gute Kaffee hier. So, Tempomat rein, ihr kennt das Spiel und dann fahren wir mal und dann hoffe ich mal, dass wir da endlich eine Ladung kriegen. Das ist ja unglaublich, ey. Ich dachte, es werden Fahrer und LKWs benötigt und es gibt viel zu viel Arbeit und viel zu wenig Personal. Naja. Aber scheinbar hat man auch mal hier solche Phasen, solche Dürrephasen, was Aufträge angeht. Was die Auftragslandschaft betrifft, macht ja nichts. Wir sind hier gut unterwegs mit 82 Sachen. Der Tank ist voll, der Dieselmotor läuft. Soweit, so gut, würde ich sagen. Ja, und die Landschaft ist auch schön, so ein leicht bergiges Gebiet hier. Voraus, zur Rechten sieht man so ein bisschen. Geht's da runter und ach, ja, wirkt einfach stimmig. Also, na, da könnte man sich doch vorstellen, zu leben in solchen ländlichen Gefügen. Nur mal noch 4 Stunden, hey. Mal schauen, vielleicht finde ich ja vorher irgendwo einen Auftrag. Vielleicht ruft unser Disponent an
Und dann schauen wir mal weiter. Dann geht's quasi hier erst richtig los, Leute. Aber abwarten. Aber. Tja, ich könnte ja jetzt mal zum Beispiel hier einfach gucken. Ganz frech. Gibt immer noch nichts. Ja, und der nächste Ort wäre das dann. Naja, gut, dann schauen wir uns mal noch nächsten Ort um. Der ist ja noch ein bisschen entfernt, aber nicht so weit. Ich hau auch mal den Tempomat hier auf 85 hoch, denn ich denke, hier kann man schon mal 85 fahren. Guck mal, der Kollege hier vor uns mit seinem Pritschenwagen, der hämmert sogar noch weit schneller da lang. Immer diese sprintermäßigen Fahrer. Ah, gut, ein Sprinter heißt nicht umsonst Sprinter. So, ansonsten gibt es im Moment gar nicht so viel zu sagen. Kaffee habe ich, trinke ich jetzt auch und dann schauen wir halt einfach mal, was die Folge so bringt, ne? Was das heute so, was so abgeht und so. Also Leute, zum Wohl. So, hier ist auch ein Rastplatz, schön zu wissen. So, hier jetzt irgendwie ein bisschen mehr Verkehr, nachdem da eben noch nicht so viel los war. Jetzt nimmt es hier langsam zu. Und die Laternen gehen an, schön. Dann kann der Abend ja kommen. So, da war gerade wieder das Hinweisschild. Überholen verboten für LKW. Aber klar, welcher LKW ist schon so krass und überholt im Tunnel? Oh Mann, bitte fahr schneller, du mit deinem komischen Anhänger da. Alter, ernsthaft? Oh Mann, diese Schleicher hier. Oh, wir müssen ja auch da raus. Fast hätte ich's übersehen. Ja, ich würde da gern rüber, lieber PKW, aber mach du nur. Ja, dann fahr doch. Oh Mann, ist auch noch die Polizei. Wie hohl. Auf jetzt. Ach ja.
Guten Tag, beziehungsweise guten Abend. Oh, danke, das ist aber nett, dass Sie hier warten. Ja, auch ein schöner Tunnel hier mit so einer nett bebauten Trennlinie und auf der anderen Seite haben wir sogar zwei Streifen. Oh, der weiße PKW da, der schleicht sich aber auch einen ab. So, hier rechts rein, ja, kommt hin. Ja, schön, da hinten Industriegebiet, irgendwas, irgendwelche. Ach, der Hafen, ach ja, genau. Der Hafen. Wollen wir nicht sogar zur Not da zu dem Hafen? Ja, naja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es hier zwei Häfen. Oder es war irgendwas anderes. Aber ja, mit Kränen auf jeden Fall. Muss ja nicht unbedingt ein Hafen gewesen sein, vielleicht war es halt auch irgendwas. Ohne Wasser, nur mit Kränen, sah ein bisschen nach Hafen aus, aber hey, kann auch sein, dass es keine Häfen waren. Weiß man vorher nicht. So, was geht hier rechts? Ja, geht's runter. Und wir wollen nach rechts. Wie passend. Die Ampel wird rot, dachte ich. Aber ich muss sagen, die hat sich wacker geschlagen. So, noch 2 Stündchen und dann sind wir da. Hallo Spring, einen schönen guten Morgen. Wie geht's dir? Schön, dass du wieder vorbeischaust. Hast du gut geschlafen? Alles klar bei dir? Kaffee am Start? So, okay, wir haben hier Vorfahrt. Da drüben war das Stoppschild.
eine Stunde noch. Ich kann ja mal gucken, ob es jetzt hier eine. Das freut mich, Spring. Schön, dass es dir gut geht. Mir geht es auch gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich spiele hier Euro Truck Simulator am Morgen, habe einen Kaffee am Start. Oh, kein Kaffee. Doch, doch, ich habe Kaffee. Aber danke der Nachfrage. Alles gut. Du meinst wahrscheinlich, du hast. Ach so, du hast keinen Kaffee. Ah, ja. Verstehe. Naja, das kann sich ja noch ändern. Du kannst ja noch einen leckeren Kaffee holen, Spring. So ist das ja nicht, nicht wahr? So, oh, hier etwas vom Gas gehen. 50, ja. So muss es sein. Und wir fahren hier geradeaus weiter. Aber nicht mit überhöhter Geschwindigkeit, meine Freunde. Naja, was heißt nicht überholt? Wir sind schon zu schnell. Lassen wir mal ein bisschen rollen hier. Die Ampel wird ja wahrscheinlich auch rot bei meinem Glück. Ist doch immer so. Nö, heute nicht. Oh, cool. Die Ampeln hier in Bosnien, Kroatien und Umgebung scheinen sehr kulant zu sein. Oder sagen wir mal so, sehr schön, schön lange grüne Phasen drin. Und Spring, was machst du heute? Was hast du heute vor? Wie sieht dein Plan aus? Ah, ich bin immer noch zu schnell. Was ist nur los? So, da kommt dann gleich der Grenzübertritt hier. Ah, Moment mal, ach du Schande. Nee, doch, ich muss hier rechts fahren. Da ist das Schild. Benutzen Sie die rechte Straßenseite. Das finde ich gut, dass da sogar die, ups, die Warnung kommt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir hier alles richtig gemacht haben, aber ich denke schon. Links, rechts. Bosnien, Herzegowina. Achtung, Leute, jetzt geht's ab. So, das Stoppschild hier, ja. Die netten Herren von der Kontrolle, sie warten schon. Tagchen, hier, bitteschön. So, das kann etwas länger dauern. Ja, es geht nach Bosnien, Bomi. Bosnia. Wir fahren rein nach Bosnien in der Hoffnung, dass wir einen guten Auftrag dort. Guten Tag und tschüss. Einen guten Auftrag ergattern können. So, noch ein Stündchen Fahrzeit. Hoffen wir mal, da läuft's besser. Ja, wir kommen aus Kroatien und fahren jetzt nach Bosnien. Ach so. Was? Bosnia? Bosnia. Mit N. Bosnien. 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 In der Nähe von Kroatien. Oh, jetzt die Ampel ausgegangen. Tja, ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Das wird sich noch zeigen. Hier durch ein bisschen Wohngebiet, naja. Kann man schon mal machen. Oh, hier ist nochmal eine Tankstelle, aber wenn ich mir den Kraftstoff anschaue, ich meine, wir fahren ja auch im Moment recht leer durch die Gegend. Alles okay.
enge Kurven. Solange da keiner auf der Gegenspur kommt, können wir ein bisschen rausziehen. Nicht zu weit natürlich. Angemessen und professionell, aber ein bisschen kann man schon raus. Wenn man den Platz braucht, dann braucht man halt den Platz. Und da darf man sich den auch nehmen als LKW. Ja, schön hier nochmal der Hinweis, rechts zu fahren, finde ich gut. Dem kommen wir natürlich nach. Und dann, oh, es geht wieder in die EU rein. Wer hätte das gedacht? Nee. Ja, echt, gehört Kroatien zur EU? Ich habe keine Ahnung. Müsste ich erstmal nachlesen. Kann natürlich sein. So ein bisschen, ach Mist. Jetzt stehen wir hier voll auf dem Fußgängerüberweg. Eigentlich hätte ich davor warten sollen, aber ich dachte, der zieht hier durch. Oh, bei dem dauert es aber auch ganz schön lange. Naja, okay. Mal schauen, wie lange es bei uns dauert. So, guten Tag again. Ich sage einfach guten Tag again. Bitte schön. La la la. So, Laptop muss ich auch mal wieder anmachen. Jo, alles gut. Danke und bis zum nächsten Mal. Na, warten Sie hier. Ja, danke. So, okay, alles klar. Dann haben wir das. So, sobald wir ich würde sagen, sobald wir den nächsten Auftrag klar gemacht haben und beim nächsten Kunden stehen und die auch eine Kaffeemaschine haben, mache ich mal eine kleine Kaffeepause. Die erste. Und wo gibt es, bitteschön, heutzutage keinen Kaffeeautomaten? Gut, natürlich kann es schon mal passieren oder der kann auch kaputt sein oder so, aber Kaffeeautomaten, das Netzwerk. Der Kaffeeautomaten ist doch recht gut abgedeckt auf der Welt, würde ich sagen. So, und was geht hier ab? Hier geht noch gar nichts ab, wie schön. So, dann schauen wir uns hier schon mal irgendwo ein. Wir hätten wahrscheinlich hier reinfahren müssen. Ja, gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt stehen wir irgendwo hier. Wenn nicht, dann müssen wir halt hier nochmal zurückfahren, da oben reinfahren und gucken. Das ist aber auch echt blöd, dass es hier keine Aufträge gibt. Hier gibt es immer noch keine. Okay, dann wird es da nie Aufträge geben. Naja, okay, let's go. Okay, hier nach links, oder? Darf ich überhaupt nach links? Ja. Hier nach links. So, klassische Vorfahrtsstraße. Mal sehen, was uns dann hier erwartet. Außer ein Hafengebiet mitten in der Nacht. Und wahrscheinlich auch keine Arbeit für einen Truck. Naja, gut. Auch ganz schön auf jeden Fall hier rechts, ne? Da liegen die Yachten und so vor Anker und ja, so ein bisschen Industrie hier oder Gewerbegebiet oder beides. So, jetzt wird's spannend. Wie gesagt, wenn nicht, dann können wir immer noch da zurückfahren, diese andere Stadt und aufs Beste hoffen oder wir setzen mal rüber nach Italien. In Italien gibt es auf jeden Fall immer Arbeit für uns. So, mal schauen, wo wir hier überhaupt lang fahren. Okay, da ist der Kreisel. Ja, da unten kann man hinfahren und da oben ist der Anker. Dann fahren wir da mal nach rechts rein. So, jetzt haben wir Dubrovnik aufgedeckt. Vielleicht kann man in Dubrovnik was bekommen. Ey, es geht so los. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey.
Okay. Oh, geht aber einiges. Nach Palermo, tiefgekühlter Seelachs. Nach Palermo. Oh, Palermo. Was geht hier noch so? Oh, nach Griechenland ist ja auch brutal. Nach Griechenland. Und hier. Hey, nach Griechenland. Aber warum so umständlich? Warum fahren wir da nicht runter? Nach Griechenland, Alter. Ja, das nehmen wir. Cool, man. Boah, ich war schon lange kein Griechisch mehr essen. Und griechisches Essen ist auch sehr geil. Jetzt, wo ich so an Griechenland denke. Oh, okay, er fährt da lang. Fällt mir das direkt wieder ein. So. Links frei, rechts frei, links frei, okay. So, wo ist der Spaß? Da rechts müsste es sein. HoloLens, okay. Tja, das sieht hier nicht so aus, als hätten die einen Kaffeeautomat stehen, aber ich werde mal fragen. Halt, stopp, das war falsch. Oh, was machst du wieder, Jay? Du bist wohl noch nicht ganz fit, was? So, wo darf ich mich hinstellen? Da hinten. Okay, müssen wir mal schauen, dass wir hier auch die Einfahrt treffen, aber das sollte eigentlich passen. Ich habe extra, extra, extra weit ausgeholt. Okay. Also da ist ja hier das kleine Frachtbüro und da haben die wohl keine Kaffeemaschine stehen, aber ich werde gleich mal fragen, ob ich mir da vielleicht. Die haben auf jeden Fall Kaffee für die Angestellten und so eine Maschine. Da frage ich mal vielleicht, also ich biete den einfach mal an für 50 Cent, ob ich mir dann eine Testtasse nehmen darf. Ich habe sogar meine eigene Tasse dabei, sage ich, und dann. Natürlich hier in meinem Fernverkehrs-LKW habe ich natürlich meine eigene Tasse, ist ja klar. Ja, und dann, dann schauen wir mal. Vielleicht sagen sie, ach was, nimm dir einfach eine. Das ist mein Plan, wenn ich da ganz auf die Tränendrüse drücke und sage, hier 50 Cent Kaffee. Vielleicht nehmen sie aber auch arrogant die 50 Cent und sagen, da nimm dir einen. Aber nicht zu viel Milch nehmen oder so. Naja, auf jeden Fall, ich werde schon mein Käffchen kriegen, Leute, keine Sorge. Boah. Das war wieder hier diese lange Deichsel unten rum, sehr gewöhnungsbedürftig, egal. Geht. Das hätte man auch noch mal besser machen können. Aber hätte, hätte, nicht wahr? So. Ja, ich finde es immer wieder krass, wie dieses Fahrverhalten von der langen Deichsel, das habe ich noch nicht gemeistert. Das ist schon teilweise echt krass, wie die, welche charakteristischen Fahreigenschaften die aufweist. Aber am Ende ist es natürlich auch einfach, Gliederzug fahren. Aber es fährt sich schon anders als wie mit einer Deichsel, die oben ist und etwas kürzer ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in der Fachsprache heißt, wenn die Deichsel da unten ist und etwas länger ist, ob es da überhaupt nochmal eine fachliche Bezeichnung für gibt. Oder ob man da dann einfach sagt, unten und oben. Also ich sag das einfach mal so. So.
Wie sieht der Platz da hinten aus? Na, da ist nicht mehr so viel Platz. Ich wollte den eigentlich noch ein bisschen gerade rücken, aber bevor wir hier dagegen donnern, ziehe ich halt nochmal ein Stück raus, nicht zu viel. So, und dann. Ah, es wird auch wieder eng hier. Naja, gut. Ich denke, so kann man erstmal stehen bleiben. Dann sehe ich mal zu, dass die hier, wie sie auch immer hier laden wollen, keine Ahnung, aber ja. Sollen die halt mal laden? Ich hole mir gleich gerade mal einen Kaffee. Bis gleich, Freunde.
So, wieder da. Gut, wie ich sehe, habe ich nichts verpasst. Einen Moment, mal gucken. Jo, Mikro geht. Alles klar, dann würde ich sagen, drücken wir zum Beladen die Taste. Endlich Ladung, Leute, ich bin ja so glücklich. Okay, so, und dann sind wir auch schon da und dann kann es losgehen nach Griechenland sozusagen. Nach Griechenland, ja. So ist das. So, Fenster machen wir langsam wieder hoch hier. Fahren aber natürlich ganz vorsichtig raus. In der Nacht kann man auch einmal mehr den Blinker benutzen als einmal zu wenig. Okay, cool. Ja, wir müssen über die Fähre und dann nach Griechenland. Mal sehen, was das wird. Links frei, rechts frei, links frei, rechts frei. Okay, schön. Das sind natürlich die Vorteile bei Nacht. Man hat in der Regel relativ freie Straßen. So, zack. Alles klar, Mikro sitzt, Lenkrad sitzt, Kaffeetasse voll, Diesel noch relativ voll. Das sind gute Voraussetzungen hier, meine Lieben. Dann geht es jetzt erst so richtig los. Oh, auch hier ist irgendwie nicht so viel los. Ja, okay. Gut für uns. Schlecht für die Fährengesellschaft. Oder bin mit meinem Twitch. Habe ich mich ja fast erschreckt hier. Bekurek3 oder Bekureki. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen auf Simche. Heute mit dem Euro Truck Simulator 2. Merci, gracias, amigo muchachos, thank you very much und willkommen, genießt die Show, mein Bester. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich hoffe, bei dir ist alles klar. So, dann fahren wir da mal rüber. Müssen wir wohl. Stolzer Preis, aber egal, schlägt die Firma alles auf den Endpreis drauf, nehme ich immer stark an. Das geht uns nichts an, wir sind hier nur Fahrer. Okay, ja, weiter geht's. Ups, so, dann können wir mal hier auf Tagfahrlicht umschalten. Und dann müssen wir hier direkt die nächste Fähre nehmen. Oh, ich muss auch mal vielleicht Fenster runter machen. Gar nicht so die schlechte Idee, glaube ich. So, dann müssen wir hier nur mal kurz die nächste Fähre auch finden. Oh, Italien. Oh, da drüben vielleicht. Ich glaube nicht, oder? Doch, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. HoloLens, ne, das ist hier die Firma, glaube ich. Ja, das wird wohl die Firma sein hier, für die wir fahren. Die werden wohl hier am Hafen, das wird wohl so eine Hafenfirma sein. Ja, ich gucke auf jeden Fall mal Auftragsangebote. Ne, ne. Gut, ja, habe ich mir gedacht, okay, dann drehen wir hier mal kurz bei denen im Hof, wird ja kein Problem sein. So, und dann drehen wir um und suchen mal den Fährentrigger, so gesehen. Sozusagen, so gesehen. Der wird wahrscheinlich eher da am Eingang sein. Da, wo man auch seine Fahrkarte holt und so weiter. Oh ne, der ist hier. Ja, direkt auf dem Schiff. So kann man sich täuschen. Naja, gut. Erstmal reingefahren und wieder rausgefahren. Denkt euch einfach, wir sind von der Fähre runtergefahren, haben auf die nächste Fähre gewartet. Die kommt gerade, wir stehen ganz vorne in der Reihe und Checkport. Wenn es denn hier auch nach Griechenland geht, okay, hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das sieht richtig aus. Das gibt mir natürlich die Gelegenheit, mal ein Käffchen zu zischen hier. So, da geht auch wieder das Licht an. Ja. Beziehungsweise, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es geht wieder hier in die Nacht rein. Okay, das sieht doch gut aus. So, da können wir Fenster wieder hoch machen. Okay,
Okay, wir fahren hier zwar laut dem Pfeil in die falsche Richtung, aber das ist der einzige Weg nach draußen, also wird wohl schon richtig sein. Sonst hätte bestimmt auch jemand gemeckert. Gut, da kommen die nächsten, die in die Fähre rein wollen. Viel Spaß, Leute. Okay, und wir sind on the road. Again. Mit Kaffee und guter Laune geht's Richtung Hellas oder durch Hellas. Ja, mal schauen, was hier so geht in Griechenland. Ich fahre hier mal gemütlich wie ein Grieche mit 75. Aber keine Ahnung, sind griechische LKW-Fahrer gemütlich oder sind das eher Raser? Ich habe keine Ahnung. Es gibt bestimmt solche und solche. So ist die Ampel hier grün, die ist aus, glaube ich. Alles klar. Und es ist mal wieder Tunnelzeit. Oh, in 47 Minuten sind wir schon da. Das war ja ein kurzer Trip. Na gut, man muss dazu berechnen, dass wir ja auch durchaus lange Aufenthaltszeit auf der Fähre hatten und damit natürlich auch den ein oder anderen Kilometer zurückgelegt haben. Und dann hoffe ich mal, dass es hier Folgeaufträge gibt in Griechenland. Nicht, dass es eben so ist wie in Bosnien. Da mussten wir schon ein bisschen ackern und rackern, um noch einen neuen Auftrag zu kriegen. Und jetzt geht's hier, wie gesagt, ins schöne, schöne, schöne Griechenland. Die mit dem leckeren Essen. Oh, Alter, links, ne, dieser PKW da links, dass der direkt neben mir fährt, sowas mag man gar nicht als LKW. Ist auch gefährlich für den PKW, aber okay. PKW-Fahrer haben halt nicht so die Ahnung im Normalfall. Wobei es gibt auch coole PKW-Fahrer. Na, wir wurden ja schon das ein oder andere Mal hier vorbeigelassen, kulanterweise. Tagchen. Bitteschön. Oh, und da hinten sieht man schon auf dem Navi so ein bisschen das Ziel. Oh, wir haben die. Ich wollte gerade sagen, man hört ja ganz schön das Zischen und alles hier vom Motor. Da habe ich doch direkt vergessen, die Scheibe hochzumachen. Oh je, ich schlimmer ich.
So, die nächste rote Ampel und das Twitch bimmelt wieder. Ja, passend zur roten Ampel. Dann habe ich ja Zeit, mal zu gucken, was geht hier ab beim Twitch. Oh, jetzt wird es wieder grün hier. Hardcore Gaming und L. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deinen Follow. Danke für deinen Support. Willkommen hier auf SimJay mit dem Euro Truck Simulator. Freue mich, dich dabei zu haben. Ich sage merci, gracias. Amigo muchachos, thank you very much. Herzlich willkommen und hoffe, dir geht's gut, mein Bester. Danke für dein Follow, danke für deinen Support. Nice. So, noch einen Schluck Kaffee und die Ampel wird grün. Ja, das läuft ja, hey. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Ampeln werden hier schnell grün. So, müssen wir hier reinbringen. Oh, das sieht ein bisschen eng aus. Nee, geht. So, ein bisschen auch auf Fußgänger achten, nicht wahr? Hier natürlich auch auf das Geländer achten. Das wollen wir auch nicht umfahren. Das ist nicht gut für die Front vom LKW, vom Lastkraftwagen. So, und dann schauen wir mal, ob hier überhaupt schon jemand ist bei den Griechen. Tatsächlich, oder schon ist gut, es ist ja 22 Uhr. Ob da noch jemand ist, muss man eher sagen. Ja, ein bisschen dunkel. Ein bisschen sehr dunkel. Also da hätten sie ja mal ein bisschen noch was für Hofbeleuchtung investieren können. Naja, der Tracker, der macht es schon. Ich war immer wieder. Der Tracker, der macht es schon. So. Ich kann nur ungefähr erahnen, ob es passt. Ja, sieht gut aus. Wie gesagt, im Dunkeln natürlich nochmal ein Tick schwerer. Naja, nochmal kurz reinknicken. So. Boah, ist aber echt schwer, man erkennt hier nicht so viel. Da steige ich lieber noch mal ganz kurz aus und gehe gucken. Ja, doch super. Rechts ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Da habe ich mir gerade ein bisschen Sorgen gemacht, aber ja. Sieht gut aus. Ich denke, so kann man stehen bleiben, Leute. Ich denke schon. Da stehen wir doch schön gerade an der Rampa-Rampa. Und dann sollen die Leute einfach hier jetzt ausladen und dann ist gut. Und die Griechen freuen sich und unser Chef freut sich. Und wir freuen uns natürlich auch und schauen mal, was es dann als nächstes gibt. Ja, bis jetzt heute mit recht kurzen Touren unterwegs. Gestern ja mit zwei langen und ruckzuck war die Folge vorbei, aber mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Okay. Yeah, auf die Rangierbonus, auch wenn es ein Anhänger ist, nehme ich gerne mit den guten Rangierbonus hier. Ein kleines Sicherheitsspeicherung. Bum, bum, bum.
Eine kleine Sicherungsspeicherung, ja. So, in Griechenland gibt es tatsächlich auch Arbeit. Wer hätte das gedacht? Schön. Was gibt es denn Feines? Ja, wir wollen ja jetzt vielleicht mal, wenn es im Angebot ist, eine etwas längere Tour. Hüttenkäse kann man auch nehmen im schönen Griechenland, ja. Was hätten wir denn da noch anzubieten? Oh, ach du Schande, man kann auch nach Israel. Boah, wie krass, was es hier mittlerweile alles gibt, ja. Jerusalem, Jericho. Oder nach Italien wäre ja vielleicht auch mal ganz gut, gell? Nach Italien. Ja, warum eigentlich nicht? Dann geht es wieder ein bisschen mit der Fähre rüber und dann in Italia. Gibt es denn hier noch irgendwas so in Richtung die Staaten? Nach Albanien? Ja. Nach Albanien. Das ist doch auch nicht schlecht. Käse nach Albanien. Das machen wir mal. Da habe ich einigermaßen ein gutes Gefühl. So, was sagt der Tank? Tank sagt, ist okay. Licht an. Macht's gut, Leute. So, da das ja hier auch in diesem selben Gebiet ist, brauchen wir jetzt nicht unbedingt das Fenster hochmachen. Da vorne ist es ja schon. Da kann man auch mal die paar Meter mit offenem Fenster fahren. Links vorher, rechts vorher, links vorher, jo. Ui. Links extrem frei. Total extrem. So, U-Turn ist hier nicht erlaubt, aber links abbiegen, da wird schon keiner meckern. Wie soll ich sonst hier rüberkommen? Ja, dann fahr doch, PKW-Boy. Okay, du lässt uns durch. Ja, nice, nice. So, jetzt aber schnell, da hinten kommt schon der nächste. Boah, verdammt. Da ist ja ein Schild, das habe ich gar nicht gesehen. Boah, das hätte ich fast platt gemacht hier. So, ich fahre jetzt nur außen, damit ich hier ein bisschen sehe, was der Verkehr da macht. Den wollen wir ja nicht reinfahren. Ach du Schande, hey. Tja, so kann's gehen. Da musst du halt auch mal öfter nach links gucken, Jay. Ja, recht hat er. Der gute Jay. So, okay. Tja, peinliche Nummer, Leute. Aber nochmal gut gegangen. In Zukunft gucken wir auf jeden Fall dann auch mal ein, zwei Mal nach links rüber. Ich dachte, das ist einfach so eine ohne Schild. Tja, so kann man sich täuschen. Aber hui. Nochmal gut gegangen. So, da müssen wir bestimmt hin zu Wabers. Wabaras, sage ich da immer. Aber es das heißt, glaube ich, ganz anders. Wabereas, doch, oder? Wabereas, doch, tatsächlich heißt Wabaras. Ja, da war ich ja gar nicht so schlecht. So, links frei, rechts frei, links frei, rechts frei. Ich gucke lieber noch einmal mehr nach dieser Schockierung da eben. Gut, gut. Und da sind wir am Ziel. Jack. Käse nach Alabama, fast nach Albanien. Alabama ist ein bisschen woanders. Ach ja, ich genieße hier diese frische griechische Nachtluft. Fühlt sich einfach anders an als hier bei uns in Germany. So, oh, natürlich kriege ich den hinterletzten Rampenplatz. Und darf dann über den rechten Spiegel reinfahren. Ja, geil. Oder ich drehe hier. Ach was. Das kriegen wir auch mit dem rechten Spiegel hin, Leute. Glaube ich. Müssen dann halt ein, zwei Mal gucken und aussteigen und so. Ja, okay, hier ist schon eng. Also, ja, da muss man aber. Boah. Ja, doch, also da habe ich vielleicht den Mund zu voll genommen. Da wäre vielleicht umdrehen doch nochmal eine Nummer besser gewesen, aber okay. Kann man ja immer noch machen. Wenn es nicht klappt. Oh ja, das klappt auf jeden Fall so schon mal nicht.
So, muss ich hier nochmal einen Ticken nach links, damit wir dann gleich in die See stechen können, sozusagen. Und natürlich hier vorne auch auf den schattierten Zaun achten. Das wird hart. Fast schon zu weit. Naja, mal sehen, ob ich den hier noch mal gerade krieg. Ich sehe halt wieder nichts. Naja, ich mach's wenigstens spannend, oder? Also ich sehe irgendwie. Okay, jetzt sehe ich's. Ich wollte gerade sagen, man sieht hier gar nicht. So, ich steig schon mal aus gerade und guck, ja, noch nicht perfekt. Haben wir denn hier Platz? Okay, da haben wir zumindest Platz, okay. So, auch hier links jetzt aufpassen. Ach ja. So, dann mal gucken, das ist mir dann doch zu kriminell hier. Okay, auch da Platz. Ja, im Prinzip hätten wir auch gleich umdrehen können, weil ihr seht es ja. Im Prinzip drehen wir jetzt so halb auf unserem Platz um. Egal. So, jetzt stehen wir tatsächlich ganz okay da. Nehmen wir uns den Platz, wenn wir ihn haben. So. Klar, man muss es nicht übertreiben, aber wenn es halt platzlich noch geht, warum nicht? La 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 la. Ah, wenn wir wohl noch mal korrigieren müssen, ein bisschen. Aber es wird langsam. Auch zu weit. Ja, also den Anhänger könnte ich jetzt gerade hinstellen, allerdings den kompletten Zug nicht. Da muss ich auf jeden Fall noch mal anfahren. Noch ein bisschen besser. Sei denn, na gut, die wollen nur den Anhänger laden. Naja, gut, also mal kurz gucken hier. Der steht, wie gesagt, jetzt gerade da. Gut, hier rechts will gerade keiner hinfahren. Im Prinzip kann man so stehen bleiben. Wenn die sagen, ist okay, dann ist okay. Wäre jetzt aber auch okay gewesen, wenn wir nochmal gerade fahren und auch den Mutterwagen da gerade hinstellen, aber okay, wenn die eh nur an den Anhänger wollen, wie gesagt, der steht schön da. Let's go.
das ging ja schnell. So, dann geht's weiter, meine Lieben. So, ich denke, Fenster können wir langsam wieder hoch machen. So, wahrscheinlich werden wir dann irgendwann so auf halber Strecke wieder tanken. Und das würde mir dann die Gelegenheit geben für die nächste Kaffeepause. Hohohoho. So, links frei, rechts frei, links frei, rechts frei. Okay, hier ist tote Hose nachts. Sehr angenehm. Mich wundert es, dass die da bei Barbaras noch arbeiten, aber große Firma, großer Logistiker. Da wird wahrscheinlich immer gearbeitet. Drei-Schichten-System nehme ich mal an. So, links auch freier als frei. Ah, wir müssen darüber. Entschuldigung. Wir müssen darüber. Also können wir eigentlich auch hier schon auf die Lane fahren. Oh, und da wird es direkt grün. Ja, wie geil ist das denn? Oh, das wird hart. Oh, das wird hart. Uff, schade. Da habe ich gedacht, ich versuch's mal, aber dann ist mir klar geworden, dass in ETS eigentlich fast immer, wenn die Ampel gelb wird, es zum Scheitern verurteilt ist, drüber zu fahren. Naja, okay. Wenn wir jetzt hier bei Rot drüber gefahren sind, ich sehe hier auch keinen Ampelblitzer, ne? Viel Verkehr ist auch nicht, hätte wahrscheinlich keinen gestört. Wie oft habe ich im Real Life schon Leute gesehen, auch vor allem vor kurzem erst, die sind bei Rot noch über die Ampel, aber richtig, wo man richtig auch sieht, die sind mit Absicht bei Rot drüber, scheißegal. Die wussten, hey, hier ist kein Blitzer, hier ist nix, die Ampel ist mir zu kurz geschaltet, also FU-Ampel. Sachen, die mache ich im Normalfall nicht und auch in der Ausnahme eher selten bis gar nicht. Kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gemacht habe. Klar, wenn man weit weg ist und man hat einen Affenzahn drauf und die Ampel wird gelb, dann muss man halt entscheiden, ne? Voll in die Eisen oder voll aufs Gas. Und dann mache ich auch öfter mal den Bleifuß rein. Und dann wird es aber auch noch bei Gelb, maximal dunkelgelb, komme ich drüber. Aber dass ich da irgendwo auf die Ampel zufahre und ich sehe, die ist rot und gebe dann noch Gas, das eher nicht. Ich bin aber mal mit einem mitgefahren. Als ich eine Ausbildung gemacht habe und wir Berufsschule hatten. Und dann war ich mit dem in der großen Pause, wenn man es so nennen möchte. So, wir machen mal das Fenster nicht runter und denken uns das einfach, weil dann immer das Licht ausgeht. Ja, und auf jeden Fall bin ich da mit dem. Mit dem bin ich auch heute noch befreundet. Zwar eher Low-Level, aber man kennt sich noch und hat noch Kontakt so ein bisschen. Naja, wie auch immer. Mit dem bin ich dann auf jeden Fall essen gefahren, zu McDonald's, glaube ich. Und wirklich, der hatte überhaupt kein Problem, über rote Ampeln zu fahren. Also, wir waren dann irgendwie, ich schätze mal 20 Meter weg von der Ampel, die rot wurde, und er easy drüber gefahren. Ich meine, er kannte sich auch aus in dem Gebiet, aber trotzdem. Es ist schon eine reife Leistung. Absolut schmerzfrei, der Kollege, was das angeht. Da kann man natürlich nur sagen, zum Glück ist da nichts Schlimmeres passiert. Oh, was ist da vorne passiert? Ein Unfall.
Ja, direkt an der Tunnelausfahrt. Oh Mann. Na ja, gut. So schlimm ist es nicht. Ein Fernbus, der wahrscheinlich überhitzt ist oder so. Das passiert bei Bussen öfter mal, wenn die in so südlichen Gegenden unterwegs sind und voll beladen sind und dann noch länger nach oben fahren, eine Steigung fahren, dann geht es schon mal auf den Motor bei dem einen oder anderen Bus. So, 6 Stunden noch und ihr erinnert euch, wir haben gesagt, so halbe Strecke machen wir mal einen Tankstopp mit kleiner Kaffeepause. Und wenn ich mir jetzt so unsere Kraftstoffanzeige anschaue, ja, die geht schon etwas runter. Sollte doch im Rahmen sein, aber ja, wenn es dann nur noch 3 Stunden Fahrzeit sind, dann wird es wohl etwas anders aussehen. So, der LKW fährt da rechts rein, dann fahren wir da auch mal rechts rein. Ah, ich mach doch mal Fenster runter. Ich muss halt nur mal diesen einen Knopf, der doppelt belegt ist, für Fenster runter machen und für Licht. Muss ich halt mal umbelegen für Licht, da ich Licht ja ohnehin auch an meinem Lenkrad an- und ausschalte. Naja, gut. So, gucken ist hier, kann man hier rüberfahren. Das ist natürlich auch nie ungefährlich, hier dann wieder rüber zu fahren, weil da links ja dann auch noch Verkehr kommt und so. Aber in der letzten Zeit oder meistens geht's gut. Auch ein Dank hier nochmal an die AI-Traffic, der einen guten Job macht, was das angeht. Und in vielen anderen Dingen auch eigentlich. Hier und da gibt es dann vielleicht nochmal was nicht so gut ist, aber das wird ja auch noch verbessert und ja, niemand ist perfekt. Man wird es nie perfekt hinbekommen, aber die machen schon einen guten Job. Also der Traffic wird schon einigermaßen gut simuliert. Kann man schon ein bisschen Erfahrung aus fürs Real Life mitsammeln. Ja. Also, ja. So und nicht anders ist das. So, oh ja, der nächste Tunnel, wie schön. Wir fahren nach Albanien übrigens, für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Von Griechenland schön mit was fahren wir? Ne, wir fahren Ziegenkäse, glaube ich. Ja, jam. Nach Albanien. Hier mit einem Gliederzug unterwegs im Iveco. Oh, und viel mehr habe ich da gar nicht zu sagen für den Augenblick. So, ich würde sagen, hier kann man mit gutem Gewissen ruhig mal ein Tempomat reinhauen, auf die 80 drücken und einfach ein bisschen cruisen.
Oh, wo muss ich hier eigentlich lang? Das ist gar nicht so einfach zu. Ah, ne, da kann ich gar nicht lang. Das macht es mir einfach, okay. Puh, ja, ne, passt schon, ja. Aber okay, da war ich mir gerade nicht sicher. So, die nächste rechts dann, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, meine Freunde. Ja, fahren Sie vorbei. Ja, kommen, fahren Sie auch vorbei. Ach ja. Auf der letzten Rille rübergezogen. So, etwas zu schnell. Boah, etwas zu schnell ist gut, Alter. Was für ein City-Schleicher. Ja, fahr links und lass dich von mir überholen. Oh Mann, ich überhole dich bestimmt nicht. Jetzt gib doch mal Gas. Boah, der rafft hier auch gar nichts, oder? Mann, Mann, Mann. Okay, Treibstoff, also Kraftstoff. Ja, jetzt fährt er wieder rüber. Ups, okay, ich habe nichts gesagt. Wir fahren auch rüber. Ja, und dann Kraftstoff, ja, Kraftstoff. Oh Mann, was da passiert. Brutal. Hoffentlich ist alles okay. Tja, wo müssen wir jetzt lang? Die Umleitung. Ach du Schande, was ist das für eine Umleitung? Ja, komm, dann würde ich sagen, machen wir eine. Ach du Schande, was für eine Umleitung. Boah, das ist hart. Lass mich mal auf die Karte gucken, ob es da nicht noch. Ne, hier gibt es gar nichts. Oha. Ja, und dann drehe ich hier und dann fahre ich wieder dahin zurück. Oder wie haben die sich das gedacht? Ja, ganz toll. Wohl eher hier hinten rum. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal. Wir machen erstmal hier einen. Wenn da schon die Tankstelle ist, na, tanken wir da erstmal. Machen Nägel mit Köpfen. Das sieht mir nach einer kleinen Tankstelle aus. Was denn das für eine Tankstelle? Ach du Schande. Okay. Nein. Oh, wo will der denn lang hier? Ja, danke, danke. Ja. Oh je. Das ist ja hier auf Achsenniveau vom Feinsten. Boah, krass. Kann ich hier überhaupt. Also stehe ich den Leuten da nicht im Weg irgendwie? Ja, komm, dann machen wir mal den hier. Und da lasse ich mein Licht auch an, oder? Nee, machen wir schon so. Boah, krass. Ja, okay. Und dann vor allem. Ja, wie fahren wir da eigentlich wieder raus? Naja, gut. Ja, hier durchziehen und dann umdrehen, das wird aber brutal eng. Was hupst du, Alter? Dann fahr doch außenrum vorbei. So, wo kann ich hier umdrehen? Da hinten. Vielleicht.
Ah, jetzt ist hier plötzlich wieder alles klar, oder wie? Ach, keine Ahnung, Leute. Wir werden es rausfinden. So, dann fahre ich jetzt erstmal ein bisschen vor. Oh, ich habe sogar vergessen, den Gang rauszumachen. Und dann schaue ich mal, ob ich hier drehen kann. Ich glaube nicht. Vom Gefühl her. Hier ist halt kaum Platz zum Rangieren. Solange hier jetzt nicht unbedingt unsichtbare Wände sind, ja. Oh je, tja, da hole ich mir dann mal hier einen Einweiser von da drin. Hey, bla bla bla, help me, backing up, bla, reverse, rangier, rangier. Ah ja, ich verstehe. Okay, alles klar. So, er kommt raus. Ah ja. Das wird was. So, ich habe hier wie gesagt wenig Platz, ne? Sieht man ja auch. Da ist schon das Dach. So, beim ersten Move wird es wahrscheinlich noch gar nicht klappen. Ja, wobei so schlecht sieht es gar nicht aus. So, jetzt nehmen wir die Außenperspektive. Das soll jetzt quasi simulieren, wie der uns einer einweist, dass wir ja nicht voll in den Traffic reinfahren. Also das soll jetzt keine Fahrhilfe sein, das soll jetzt quasi simulieren, dass wir hier sehen, dass der uns halt hier rein und raus winkt, so rum. Und dann seht ihr auch mal von außen, wie schön man hier einen Gliederzug rangieren kann. So, alles klar. So, nochmal rein. So, das reicht, ist mehr als genug. Und jetzt kurbeln, kurbeln, kurbeln. Ah, hat doch besser geklappt, als ich dachte. Also ich dachte auf jeden Fall, ich müsste da 2 bis 3 Mal anfahren. Naja, okay. So, muss keine Schönheit werden. Hauptsache, wir stehen da. Gracias, Senor. Keine Ahnung, was die hier wieder. Ich spreche ein paar Sprachen, aber die Sprache hier leider noch nicht so. Also keine Ahnung, was ich da sagen soll. Aber Gracias wird man schon verstehen, denke ich. Okay, wir haben es geschafft. Yeah. So, dann fahren wir hier zurück. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück. Und die haben den Unfall hier nach links. Are you sure? Hier nach links. Das soll gehen. Doch, das geht tatsächlich. Ja, vielleicht haben wir Glück und die haben die Unfallstelle geräumt. Das wäre ja ein Traum. Da müssen wir keinen Umweg fahren, meine Lieben. Meine lieben Freunde hier. Ein Traum wäre das. Okay, weiter geht's. Ja, tatsächlich hat geklappt. Da hinten liegt das Wrack noch, aber wir haben es taktisch klug umfahren. Unbewusst, allein durchs Tanken ist es uns geglückt und gelungen gleichermaßen. Oh, ja, aber Kaffee habe ich mir keinen geholt, weil wir standen da halb auf der Straße. Da musste es schnell gehen. Da war ich jetzt nicht so A-Hole-mäßig und habe noch gesagt: Hey Jungs, wartet mal auf der Straße, ich hole mir noch einen Kaff. Den holen wir uns schon noch, keine Sorge. Der nächste Rastplatz, Tankstelle, Kaffee-Verkaufsstand, er kommt bestimmt. So, hier geht's schön weiter. Ups. So, freie Fahrt voraus.
Wenn ich hier rechts rüber fahre, dann passt das, würde ich sagen. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Okay, hier rechts rein. Ja. Links frei, rechts frei, links frei. Ja, der PKW, der schießt da drüber, als wäre das nichts. Oh, sieht auch ganz nett aus hier. Da links die Tankstelle, ganz schön, da halb an dem eingebauten Gebäude. Ja, ach, wie schön. Die nächste Zollabfertigung. Tja, da stehen auch schon ein paar Kollegen. Moment, bin ich hier überhaupt richtig? Richtig, ja, ich denke schon. Wenn nicht, wie gesagt, werden die schon schreien. Sollten wir hier. Das ist aber eng, mein Bester. Alter, 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 Alter. Da muss er sich. Ist doch hier kein Rennen. Muss nicht innen drin vorbeifahren, so 21, 22, weiter geht's. Da war ja ein Stoppschild, hier ist noch ein Stoppschild. War da gar kein Stoppschild? Doch, da war eins, glaube ich. Auf jeden Fall voll der Arsch, wie er sich da innen durchgezwängt hat. Das hätte nicht sein müssen. Oh Mann, wie lange prüfen die denn bitte schön die Papiere hier? So, danke, Gentlemen. Oh, schaut mal da rechts, ein Supermarkt direkt an der Grenze. Wie praktisch für den Fall der Fälle, dass man was braucht. Finde ich nice. Werden wahrscheinlich leicht überteuerte Preise sein, aber hey, trotzdem cool. So, und direkt der nächste. Warum mache ich hier eigentlich immer mein Fenster hoch? Brauche ich gar nicht. Okay, da links nicht lang mit LKW, aber hier deutliches LKW, bitte hier lang fahren, Schild. Das leuchtet selbst mir ein. So, hier wieder ein Stoppschild. Was geht hier mit den Texturen ab? 21, 22. Jo. Die verschwinden hier im Boden vor mir, auch nicht schlecht. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. So, Papiere lan. Und was geht? Ja, bitteschön, dankeschön, Tschüssikowski, ja. So, ich denke, jetzt ist die Zeit reif, um, oder hat ja auch sehr schön geparkt, nicht. Ja, auf jeden Fall Zeit, Tagfahrlicht und Zeit, das Fenster hochzumachen. So, dann schauen wir mal. Ja, blinken wir uns schön rein hier. Ja, und dann willkommen in, sind wir schon in Albanien? Glaub, keine Ahnung. Nordmazedonien, ja. Dann halt hier willkommen. So, was sagt die Zeit? Naja, so langsam, ich will ja nicht meckern, meine Lieben, aber so langsam wäre mal Zeit für die nächste Kaffeepause. Oder wie seht ihr das? Erster Aufenthalt in Bitola. Auch ein schönes Örtchen hier. Schön naturell besiedelt und besudelt, gefällt mir. Die Sonne steigt auf am Mittwochmorgen, gefällt mir auch. Jetzt muss nur noch der Kaffee fließen, dann bin ich glücklich. Aber bin ich auch so. Na, eine Runde trucken macht den Jay immer froh. So oder so. Tja, schon ist es grün. Ja, nette Straßen hier. Solange wir mit dem Lastkraftwagen durchkommen, habe ich nichts zu beanstanden.
hier wird es ein bisschen enger. Die Panik macht sich breit, aber geht noch. Hier der Kreisverkehr, alles andere als sexy. Aber geht auch, wenn man sich ein bisschen mehr Platz hier und da nimmt und vielleicht mal kurz wie eben den Randstein oder die Begrenzung küsst, ja. Und dann geht das schon. Und der nächste Kreisverkehr, wer hätte das gedacht? Zum Glück nichts los. Ein Stoppschild hatten wir heute gar nicht so viele, außer an der Grenze 21 zu 21, links frei, rechts frei, okay, links frei, rechts frei und Abfahrt. So, und dann geht es hier weiter. Sieht aus, als würden wir hier erstmal ländlich auf der Bundesstraße, Landstraße, Hauptstraße fahren. Okay. Warum auch nicht? Da muss die Kaffeepause halt noch ein bisschen warten. So, er fährt hier raus. Ja, okay, dem kann man trauen, dem Dude. Ich war etwas skeptisch, weil er doch recht schnell war, als er sich da in die Kurve geblinkt hat, aber okay, hat geklappt. Ja, auch hier, ne? Schöne ländliche Gegend, ein bisschen Wohngebiet links und rechts. Sieht schon in Ordnung aus. Ich hätte zwar auch keinen Bock, dass direkt vor meiner Haustür so eine Hauptverkehrsstraße liegt, aber hey. So, noch 2 Stunden und 30. Kriegen wir hin, Leute. Dann sind wir hier mal schön rechts, Richtung rechts unten der Karte gefahren. Also mal in anderen Gebieten, wo ich persönlich auch fast noch nie, vielleicht sogar noch nie war. Und ich muss sagen, bis jetzt wurden wir nicht enttäuscht. Es ist schon, ich fühle mich ganz wohl hier rum zu cruisen. Gerne mehr davon. Schön eng hier, ja, sehr, sehr schön. Da freut sich der Jay, der alte Trucker.
krass, ey. Wir haben erst eine Kaffeepause gemacht. Es wird höchste Zeit, meine Lieben. Na, der, ja, wobei, den können wir, komm, den lassen wir raus hier. Jo, bitteschön. Oh, da links ist auch ein Fahrzeug ausgefallen, so wie es aussieht. Na, hoffen wir mal, dass das nicht mit unserem Lastkraftwagen passiert. Ja, das dürfte eigentlich gut hier fahren, nicht viel Verkehr. So, da habe ich gerade noch mal in meine Kaffeetasse ganz verzweifelt reingeguckt, ob da nicht vielleicht doch noch was drin ist. Aber nein, 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 leider nicht. Leider, leider, leider nichts drin. Noch einer liegen geblieben. Oder macht er da Pause? Ja, wahrscheinlich eher Pause. Da stehen ja einige an der Straße rum. Ja, wenn die. Na, hoffen wir mal, dass die da einfach wieder rausfahren können. Aber ich denke mal schon so LKW hier lang. Okay. Dann ist das wohl so. So, weit ist es nicht mehr. 1 Stunde 40, ich denke mal noch einmal Grenze und dann sind wir schon in Albanien. Und dann gibt es vielleicht den nächsten Kaffee. Wäre ja mal was. Ja, und alles klar. Oder nicht klar. Klar oder nicht klar? Ist klar, danke. Ja, Ihnen auch eine gute Fahrt. So, und wir haben ja gelernt, Fenster unten lassen, weil die nächste Zollstelle, sie kommt. Ach, Zoll. Ja, doch, Zoll. Manchmal verwechsel ich Maut mit Zoll und sage bei einer Mautstelle Zoll und umgekehrt. Naja, gibt Schlimmeres, aber ich versuche natürlich, das auch richtig auszusprechen. So, und da sind wir. Da, 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 da. Guten Tag. Ah, dauert wieder lange. Die sind hier wohl sehr genau. So, jetzt können wir aber. Oh nein, Entschuldigung. So, jetzt aber. Okay, ey. Hier gibt's doch bestimmt Kaffee. Leute, hier gibt's bestimmt Kaffee. Da vorne in diesem Häuschen, falls man noch irgendwas für einen Zoll braucht, da haben die garantiert auch einen Kaffeeautomaten. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Eigentlich müsste ich hier das Fenster wieder runterlassen. Macht der Gewohnheit. So, einmal kurz vor. Und dann nochmal kurz zurück. Moment. Ja, doch, passt. So, vorsichtig, da hinten ist Verkehr.
Oje, oje, oje. Da müssen wir tatsächlich noch mal in die Fahrbahn reinstechen, so wie das ausschaut. Der will ja wohl da jetzt nicht anhalten. Fahr doch bitte! Fahren Sie! Ja, Moment, Meister muss. Oh, nee, oder. Alter, der fährt da lang. Was für ein Verrückter. Ja, okay. So, muss ja auch richtig dastehen, ne? So, verdammt, wieder nicht. Eieiei, was für eine Kurbel-Action. Ja, ich muss es ja wieder übertreiben. So, jetzt. Naja, immer noch nicht, aber ihr wisst schon. Ihr seht's ja. Zumindest ein bisschen besser. So, mal kurz aussteigen. Kann man so stehen bleiben? Ja, ich würde sagen, ist okay. Würde ich sogar sagen, noch ein Stück zurück. So, jetzt aber. Man muss es nicht komplett übertreiben. Okay, Leute, Kaffeepause. Ja, die Damen und Herren kommen hier noch durch. Wir sehen uns in spätestens 4 Minuten. Bis gleich.
So Leute, da bin ich wieder mit frischem Kaffee und ich muss mich gerade noch um eine Spinne kümmern. Deswegen hat es vielleicht eine Minute länger gedauert. Egal, ich habe hier Kaffee bekommen an der Grenze und ja, let's go. So, schauen wir mal nicht, dass da irgendeiner lang gefahren kommt. Nö, sieht okay aus. Ach ja, da fahren wir weiter, hey. Wo geht's hier eigentlich wieder raus? Okay, hier geht's wohl raus, ja. Mehr oder weniger, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen drauf achten. Ja, oh, das ist aber gefährlich hier. Ach du Scheiße. Okay, dann. Sieht okay aus. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Jo, so. Fenster geht wieder hoch. Ja. Und weiter geht die Reise. So, da nach links rüber. Alles klar. Oh, Albanien, willkommen. 1 Stunde 25 noch. Also ganz locker. Was sagt eigentlich unsere Uhrzeit? Ja, sind gut in der Zeit heute. Gestern hat es ja auch wunderbar geklappt. So, links frei, alles klar. Ein bisschen da hinten mit dem Arsch auf die Schilder aufpassen. So. Kurve auch sehr grenzwertig genommen da mit der Insel. Aber geht. Oh, was ist das hier für eine typisch albanische Tankstelle? Naja, geht auch. Alles klar, volle Fahrt voraus. Hier im schönen sonnigen Albanien. Wenn man da rechts runter guckt zu dem Bauernhof oder was das ist, mit der lieblich kuhbefleckten Landschaft, sieht das auch sehr nice aus. Ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Gefällt mir halt einfach. Ihr wisst ja, ich rede einfach so frei heraus. Und naja, da ja nicht so viel los ist im Chat, kann ich auch einfach darüber reden, worüber ich nun mal so reden möchte. Auf jeden Fall sehr schön. Auch Kroatien, Bosnien, alles gut. Griechenland auch cool. Man hat immer was zu entdecken. Hier auch so ein alter Tunnel da rechts. Schöne Liebe zum Detail. Dass man auch mal sowas da einbaut, finde ich cool. Ja. Oh, etwas zu schnell, Jay. Da musst du Speed rausnehmen, musst du da. So, hier sind sogar nur noch 50. Soll mir recht sein, hier ist es auch ein bisschen eng und ein bisschen kurvig. Lieber langsamer als zu schnell.
Oh, da vorne ist schon das Ziel. Boah, guck mal, hier sogar so palmisch, Palma de Mallorca mäßiges Gebiet. Oh, Albania, siente mi cuerpo. Can you feel me? Ja, nice. Guckt euch mal das an hier. El Bassan geht ja richtig ab. Auch, ja, schön, ne? Da rechts die Häuserkulisse und hier links bahnt sich eine einsame Schiene den Weg durch die Prärie, durch die Landschaft. Ja, geil. Guckt doch mal hier auch so, ne? Da Roller und alles und Dreck und so. Auch richtig schön, aber richtig schön, man. So, hier sind die Ampeln. Also, boah, doch, das Flash, das kommt einfach realistisch rüber. Was soll ich euch erzählen? Sieht einfach nice to have aus. Oh, was machen die denn da? Ich dachte erst die Grillen, aber nein. Gulli-Arbeiten oder wie man das nennt, Kanalisationsarbeiten, muss man auch machen. So, mein Freund, was los? Gib mal Gummi. Oh, ob wir hier rüberkommen? Viel Traffic. Viel Traffic. Ja, er lässt uns durch. Cheers, Mate. Dankeschön. So. Oh, hier sieht's auch eng aus. Oh, da rechts gibt's bestimmt leckere Sachen an dem Kiosk. Ach, hey, alles zugeparkt hier, voll das belebte PKW-Gebiet. Und wir mittendrin, Leute. Egal, jetzt keine Panik, schön langsam fahren, schön vorsichtig fahren. So, komm, wir machen das Fenster schon mal runter. Fühl die Straße, du musst sie fühlen, Baby, du musst sie fühlen. So, okay. Und jetzt hier links. Das ist auch das hinterletzte Eck hier wieder, aber way, way. Ich will mich nicht beschweren, schon in Ordnung. Noch. Hier sieht es auf jeden Fall so aus, als wäre ein bisschen mehr Platz. Ich glaube, da hinten rechts habe ich schon gesehen, müssen wir lang fahren. Naja, hoffentlich sind wir hier richtig. Das sieht jetzt nicht unbedingt so einladend für LKWs aus, aber hier hinten habe ich Hoffnung. Zumindest ist Platz zum Drehen und zum Parken. Ja, da müssen wir hin. Also könnte auch schlimmer sein. So, erstmal hier langsam rantasten, gucken, was geht hier eigentlich so. Gut, dann fahren wir jetzt mal da rein. Ah ja, das sieht schon ein bisschen mehr da für LKWs aus. Ja, okay, keine Rampen, aber pff, ja, man kann zumindest da schon mal sein Zeug hinstellen. Tatsächlich sieht's nice aus, wenn wir jetzt nicht overshooten, was wir glaube ich gerade ein bisschen tun. Ja,
Okay, das lässt sich kaum vermeiden. Aber tatsächlich kaum overgeshootet. So, jetzt. Da muss es rein, da muss es rein. Ups, das wollte ich nicht, sorry Leute. Ja, mal schauen, ob sie gnädig sind oder wollen, dass wir da noch ein bisschen nach rechts fahren. Aber ich mache das jetzt einfach mal mit guter deutscher Tugend. Na, deutsche Qualität muss man hier auch in Albanien breittreten, damit die Leute sehen, oh, die Deutschen, die sind ja so korrekt, die stellen sich dann extra nochmal 2 Zentimeter nach rechts hin. Ja, so ist das. Deutsche Qualitätstracker sozusagen. So, und weil es so schön ist, gleich nochmal. Mal gucken, wie viel Platz haben wir da noch? Ui, kaum noch, glaube ich, oder? Ja, ist halt immer hier die Problematik mit dieser Kamera, ja. Doch ein bisschen, aber nicht mehr zu viel. Aber wir stehen ja gut da. Da können wir ja nochmal kurz nach vorne anrucken. Das war nämlich mein Gedanke dahinter. Okay, ja. Schauen wir mal hier. So, zack und zack und ja, steht doch schön da, oder Leute? Müsst ihr zugeben, steht schön da einfach. Oh, verspätet. Ach so, weil ich zu lange an der Grenze stand, um mir Kaffee zu besorgen. Okay, sorry, mein Fehler. Oh, wow, 108 Euro. Nein, damit kann ich leben. Ich wüsste ja gerne mal, ob die Preise hier realistisch sind. Hallo Kemik Chiadem. Hört sich sehr türkisch an. So, tja, also. Ja, jetzt ist die Frage, fahren wir noch eine Tour oder lieber nicht? Was hätten wir denn hier noch so anzubieten? Ja, lange Sachen ist klar. Puh, wieder rüber nach Griechenland. Naja, muss nicht sein. Containerbäume nach Mazedonien. Das könnten wir ja tatsächlich noch fahren. Aber Leute, ich glaube, wir kommen tatsächlich zum Ende. Weil, also ich wollte eh bis 11 machen, aber jetzt ist es 10:30 deutscher Ortszeit und ja, ich merke, heute ist nicht so viel los hier. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, ich fahre ja primär, weil es mir Spaß macht und so. Aber ich habe da so eine Idee, was ich jetzt noch im Real Life machen könnte. Das würde sich eigentlich anbieten, wenn wir jetzt zum Ende kommen. Sonst hätte ich da nämlich heute keine Zeit mehr für. Deswegen, ja, ich bedanke mich für die neuen Follower. Schön, dass die gute Spring wieder vorbeigeschaut hat und ja, hoffe, euch hat es gefallen.
Wahrscheinlich sehen wir uns morgen wieder. Auf jeden Fall geht es am Wochenende weiter. Und ja, keep on trucking, meine Freunde. Genießt den Tag. Bis bald. Ciao.